Ja, es ist ein bisschen eine schwierige Aufgabe, über Meinungsmanipulation und vor allen Dingen Alternativen vor diesem Publikum zu sprechen. Denn eigentlich bräuchte ich hier auf die Seite zu verweisen und könnte das Referat nach genau diesen 20 Sekunden beenden. Ich will es etwas ausführlicher machen und auf die Breite der Probleme hinweisen, die uns in den Mainstream-Medien begegnen und die Breite der und die, das Ausmaß der Größenordnung, was die, ja, ich sag mal, Unwahrheit, um es höflich zu sagen, betrifft, der man dort begegnet. Ich möchte beginnen mit einem alten Zitat, was uns aber weiterführt und deutlich macht, worum es an sich bei der ganzen Thematik geht. Die herrschende Geschichtsschreibung ist die Geschichtsschreibung der Herrschenden, ist ein alter Satz, der über 150 Jahre alt ist, von Karl Marx stammt und an seiner Richtigkeit bis zum heutigen Tag nichts verloren hat. Man müsste einfach heute vielleicht eher sagen, die herrschende Berichterstattung ist die Berichterstattung der Herrschenden. Und damit wird auch deutlich, worum es bei diesem ganzen Spiel geht. Es geht um die Deutungshoheit, es geht um unsere Köpfe bei dieser Thematik. Es geht darum, dass wir das, was uns ein System vorlebt und vorexerziert an Inhalten und vorpredigt an Inhalten, dass wir diese Inhalte gedankenlos so akzeptieren. Und dafür gibt es eben, da gehe ich im Detail drauf ein, eine interessante Koalition zwischen Politik, zwischen Medien, aber auch zwischen Wirtschaft und Justiz. Diese vier Spieler in diesem Spiel sorgen dafür, dass das, was wir zu denken haben, auch in den richtigen Bahnen läuft. Es geht also letztendlich um Macht, es geht um die Frage, in dem Moment, wo man unsere Köpfe hat und das, was wir für richtig und falsch halten, dass wir dann auch entsprechend die Dinge, die dort nicht hineinpassen, verurteilen. Da gibt es unterschiedliche Mechanismen, wir kennen das alle und gerade eine solche Tagung und ein solcher Kongress wie heute und Diskussionen, ob sowas stattfinden darf, Kritik und Hetze in der Öffentlichkeit machen deutlich, dass es eben bestimmte Stufen der Diffamierung und Verleumdung gibt, wenn es darum geht, andersdenkende Querköpfe irgendwie mundtot zu machen. Und insofern ist hier das Zusammenspiel von Medien und Politik ein ganz entscheidendes. Ich will mit einem Zitat, was das, was den Journalismus betrifft, beginnen, mit einem längeren Zitat und ein Zitat, aus dem deutlich wird, wie ein Journalist selber sein eigenes Tun einschätzt. Bis zum heutigen Tag, so heißt es dort, gibt es so etwas wie eine unabhängige Presse in der Weltgeschichte nicht. Ich werde jede Woche dafür bezahlt, meine ehrliche Meinung aus der Zeitung herauszuhalten, bei der ich angestellt bin. Wenn ich meine ehrliche Meinung in einer Ausgabe meiner Zeitung veröffentlichen würde, wäre ich meine Stellung innerhalb von 24 Stunden los. Es ist das Geschäft des Journalismus, die Wahrheit zu zerstören, unumwunden zu lügen, zu pervertieren, zu verleumden, die Füße des Mammons zu lecken und das Land zu verkaufen für ihr täglich Brot. Wir sind die Werkzeuge und Vasallen der reichen Männer hinter der Szene. Wir sind intellektuelle Prostituierte. Dieses Zitat stammt von John Swinton, den muss man nicht kennen. Er war Chefredakteur der New York Times und hat diesen Satz 1880 anlässlich der Feier zu seiner Verabschiedung formuliert. Wichtig ist, dass die Feier seiner Verabschiedung war. Vorher hat er genau das gemacht, worum es bei diesem Thema ging. Und wenn man sich das ansieht und das anhört, diesen Satz, dann weiß man, dass sich in der Zeit zwischen 1880, und das war ja schon damals ein Rückblick, und heute nicht so furchtbar viel geändert hat. Der Bereich der Medien, in denen wir, ich sag mal, abweichend von den Dingen, die die Wissenschaft und die Forschung, die uns die Fakten an sich liefern, hinters Licht geführt werden, ist letztendlich grenzenlos. Ich kann nur eine ganze Reihe einzelner Beispiele herausgreifen und ich möchte den Ausweg, der, was die Information betrifft, dann zum Schluss deutlich wird, festmachen an einer Zäsur, die wir alle als Zäsur auch in dieser Form erlebt haben, nämlich den 11. September 2001. An diesem 11. September, er hat die Welt verändert, stellt eine ganz entscheidende Wende in dem Denken der Menschen dar.
denn es war ein quasi Erweckungsprozess. Die Menschen, die sich mit den offiziellen Lesarten konfrontiert wurden, haben sich sehr schnell gefragt, und zwar sehr viele Menschen, ob diese Darstellung, die man dort erzählt bekommt, wirklich den Fakten entspricht. Und es entstand bei dem Thema 11. September ganz schnell, und zwar ohne große Geldsummen, ein Dokumentarfilm, der einfach zusammengetragen hat, eine Reihe von Fragen, eine ganze Reihe von Fakten zusammengestellt hat, die mit der offiziellen Lesart nicht übereinstimmen. Und der vertrieben wurde nicht über Kinos, der bekam natürlich keine Kinolizenz, auch nicht über die offiziellen Medienanstalten und die TV-Anstalten. Er wurde natürlich nicht in den Sendern ausgestrahlt, sondern er wurde ins Internet gestellt. Und dieser Film ist über 100 Millionen Mal downgeloadet worden. Und er gehört damit zu den Top 10 Films überhaupt der Weltgeschichte. Das ist Loose Change. Insofern hat mit dem 11. September und diesem unermesslichen Lügengebäude auch gleichzeitig eine Wahrheitsbewegung, eine aufgewachte, intelligente Bewegung begonnen, die gesagt hat, wir gucken jetzt mal hinter die Kulissen und wir schauen uns mal an, was da in Wirklichkeit passiert ist. Und auf die Art und Weise liefern wir Informationen, die sich unterscheiden von dem, was ein Bush und ein Blair und im Gefolge dann hier unsere Marionetten auf den Kanzlerstühlen formuliert haben und wo dann deutlich wurde, dass das mit der Realität relativ wenig zu tun hat. Ich habe immer wieder mal kleine Beispiele, auch filmischer Art, und wir würden jetzt einen ganz kurzen Ausschnitt aus diesem Film uns ansehen, der einfach wirklich der Schlüssel gewesen ist einer neuen Wahrheitsbewegung, einer neuen Aufklärungsbewegung im 21. Jahrhundert. Erster Film bitte. Wenn die Einzelheiten des 11. September bewiesenermaßen erlogen waren, dann ist die Glaubwürdigkeit der gesamten Amtszeit der Bush-Regierung fraglich. Ich denke nicht, dass irgendjemand hätte vorhersagen können, dass diese Leute ein Flugzeug nehmen und es ins World Trade Center knallt. Zumindest niemand in unserer Regierung, und ich glaube auch nicht in der vorigen Regierung, konnte sich vorstellen, Flugzeuge in Gebäude dieser Größe zu fliegen. Das stellt sich aber als falsch heraus. US-Militärplaner haben sich genau diese Szenarien nicht nur vorgestellt, sondern auch geprobt. Der American Airlines Flug Nummer 77 stürzt in das Pentagon. Wenn die mit einer Geschwindigkeit von 800 Kilometern in der Stunde in ein Gebäude krachen, wo sind die Einschlagspuren? Wo sind die Motoren selbst? Die 757 ist offenbar komplett im Gebäude verschwunden. Der Südturm des World Trade Centers stürzt ungefähr innerhalb von 10 Sekunden ein. 29 Minuten später folgt dasselbe mit dem Nordturm, auch innerhalb von 10 Sekunden. Die offizielle Erklärung ist, dass herabfallende Trümmerteile vom Nordturm eine Reihe von schlimmen Feuern im Innern des Gebäudes Nummer 7 ausgelöst haben. Wenn das stimmt, wäre es der dritte Stahlträgerwolkenkratzer der Geschichte, der wegen Feuer und Beschädigungen einstürzt. Die ersten beiden wären die Zwillingstürme. Wie lange wird die amerikanische Öffentlichkeit, wird die Welt auf die Wahrheit über 9/11 warten? Es war ein amerikanischer Staatsstreich, eine gewaltige, aggressive Machtergreifung und eine Umformung sowohl der Außen- als auch der Innenpolitik. Wenn man dieses Beispiel und diesen kurzen Ausschnitt sieht und weiß, dass dann aus dieser Information, die über das Internet gelaufen ist, inzwischen eine Mehrheitseinschätzung der Menschen in den USA, inzwischen sind es dort etwa 3/4 der Bevölkerung, aber auch hier in unseren drei Ländern oder in dem deutschsprachigen Raum der Fall ist, dass die Menschen inzwischen wissen, dass mehrheitlich wissen, dass das, was ihnen offiziell erzählt wird, mit der Wahrheit nichts zu tun hat. Keiner weiß, wie es gelaufen ist, das ist richtig und kann darüber spekulieren, aber wir wissen, dass wir nicht die Wahrheit gesagt bekommen haben. Und auf die Frage, was kann man denn beispielsweise als Einzelner tun gegen die Übermacht solcher Medien? Man kann solche Filme machen, man kann solche Filme verbreiten, man kann solche Informationen ins Netz stellen. Das ist etwas, was funktioniert und das plötzlich Mehrheiten schafft, völlig neue Koalitionen und völlig neue Mehrheiten. Was passiert, wenn hier bei einem solchen Thema jemand abweicht von der offiziellen Lehrmeinung? Auch darüber muss man sich im Klaren sein. Gerhard Wischnewski ist ein solcher Journalist, ein bekannter Filmemacher aus der Bundesrepublik, der für den WDR
dem Westdeutschen Rundfunk innerhalb der ARD ganz viele Filme gemacht hat. Er hat sich mit diesem Thema befasst, hat recherchiert, hat diesen Film abgenommen bekommen. Der Film wurde ausgestrahlt und dieser Film stellt eine andere Version dar als die offizielle Bush-Version. Dann muss irgendjemand nach der Ausstrahlung beim WDR angerufen haben. Auf jeden Fall verschwand dieser Film über Nacht aus den Möglichkeiten, ihn beispielsweise zu bestellen. Es musste ein Gegenfilm gemacht werden. Gerd Wischnewski hat seitdem Hausverbot im WDR. Er kann beim WDR, kriegt dann natürlich auch keinerlei Aufträge mehr. Das heißt, wir haben ein System, ein politisches System, deswegen die Verbindung zwischen Politik und Medien, bei dem über Nacht passiert, wenn man hier die falschen Aussagen, die falschen Informationen, falschen Anführungsstriche transportiert, ist man weg vom Fenster. Gerd Wischnewski musste miterleben, wie ein Gegenfilm, der seinen Film madig gemacht hat, ausgestrahlt wurde und klar wurde, dass hier auf Befehl von wem auch immer eine Gegenpolitik und eine offizielle Linie wiederhergestellt werden musste. Ein zweiter Journalist, dem Ähnliches passiert ist, ist Oliver Janich, ein Journalist, der zwei Beiträge, da hat einmal einer nicht aufgepasst und gepennt, im Focus Money über den 11. September zu veröffentlicht hat und hier einfach ganz normal Informationen zusammengetragen hat, die er zum Teil sogar aus dem Mainstream bekam und auf die Art und Weise eben so viele Fragen, so viele Ungereimtheiten, so viele Widersprüche aufgewiesen hat und aufgezeigt hat, dass er auch zu dem Ergebnis kam, im Focus Money, das ist eine Geschichte, die so nicht stimmen kann. Er darf natürlich auch hier selbes Ergebnis. Er kriegt keinen Auftrag mehr von Focus Money. Das Thema ist durch. Hier ist die berufliche Möglichkeit und dieses Erpressungspotenzial, um Menschen auf Linie, das ist die moderne Form der Scheiterhäufen, dass man eben diese Leute dann in das berufliche und ökonomische Aus- und Abseits versucht zu drängen. Nächstes Beispiel eben eines Journalisten, der hier einfach mal seinen Job gemacht hat. Er sagt das und erklärt das. Zweiter Film bitte, in einem ganz kurzen Statement und schildert, wie es ihm dann anschließend ergangen ist. Was habe ich gemacht? Ich habe im Gegensatz zu meinen anderen Kollegen zwei Artikel im Focus Money geschrieben über den 11. September. In dem ersten Artikel habe ich mir einige Wissenschaftler von mehreren tausend rausgegriffen, Physiker, Ingenieure, Architekten und Piloten, die alle sagen, das kann nicht so gewesen sein. Die Naturgesetze sagen etwas anderes. Mehr habe ich nicht gemacht, keine Verschwörungstheorie aufgestellt, einfach nur Experten zitiert. In meiner zweiten Geschichte im Oktober 2010 habe ich mir nur Artikel aus der Mainstream-Presse rausgesucht, in denen Indizien enthalten sind, die der offiziellen Theorie widersprechen. Beispiel, der Afghanistan-Krieg war eindeutig vorher geplant vor dem 11. September und der Irak-Krieg war eindeutig vorher geplant. Mehr habe ich nicht gemacht, das steht so in der Mainstream-Presse. Muss ich mich natürlich fragen, wieso planen die einen Afghanistan-Krieg, wenn sie nur gar nicht wissen konnten, dass der 11. September passiert, mit dem das begründet wurde. Ja. So, ich habe also meinen Job wahrgenommen als Journalist. Ja. Und dann kommt immer die Gegenfrage, ich muss da ein bisschen ausholen dazu, ja, da kommt immer die Gegenfrage, ja, wenn das so ist, wie du sagst, warum schreibt da niemand was drüber? Jetzt habe ja ich was drüber geschrieben und jetzt sagen Menschen, die unsere Wirtschaftsphilosophie für gut halten, wir können aber nicht in die Partei eintreten, weil der Vorsitzende seinen Job gemacht hat und auf Widersprüche hinweist. Also ich habe ja keine Verschwörungstheorie aufgestellt, sondern einfach nur Fakten aufgezählt. Also hier passiert einem Journalisten, der, wie er sagt, ganz normal seine Arbeit macht, seine journalistische Arbeit, wie sich das gehört, dass er eben über Nacht jobmäßig bei seinem bisherigen Arbeitgeber auf der Straße steht. 11. September ist ein solches Beispiel. Ich will das nicht ausweiten, weil wir nicht die Zeit haben über diese einzelnen Punkte, sondern ich will die Breite deutlich machen. Ich will ganz kurz im Ausland bleiben, von den USA, ganz kurz in die Sowjetunion. Es hat im Zusammenhang mit der Verurteilung von Chodorkowski, einem der Magnaten und Oligarchen der Sowjetunion, als es dort einen Prozess gegeben hat, eine große, tränenrührige Presseberichterstattung in den bundesdeutschen Medien, auch in den Medien hierzulande gegeben, dass also hier die Pressefreiheit in Russland unterdrückt wird und Putin wurde in schwärzesten Farben dargestellt.
Es ist eben wichtig, das ist das, was im Mainstream veröffentlicht wurde. Wenn man sich den Prozess angesehen hat, wenn man die Anklage sich angesehen hat, wenn man sich angesehen hat, worum es in diesem Verfahren eigentlich ging, dass es hier um Geheimnisverrat ging, dass dieser Mann im Prinzip einen Umsturz in Russland im Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes und amerikanischer Drahtzieher umgesetzt hat, dass also er mit dem Urteil, mit dem er hier davongekommen ist, noch glimpflich davongekommen ist, wenn man sich mal das eigentliche Thema ansieht, dann kriegt man diese Information eben in keiner Weise in den Mainstream, sondern man muss eben in alternative Medien reinschauen, um solche Informationen zu bekommen. Das heißt, egal wo wir hingucken, wir gucken jetzt gleich weiter, wir gucken uns an, es hat in der Welt vor einiger Zeit eine Umfrage gegeben, Welt Online eine Umfrage gegeben, in der gefragt wurde, angesichts dieser wirtschaftlichen Problematik, in der wir stehen, was könnte denn, auf welche Währung könnte denn beispielsweise ein weltweites Finanzsystem setzen? Und man hat dann 2 Stunden die Menschen abstimmen lassen und nach 2 Stunden gab es im Internet folgendes Szenario. 2% weltweites Finanzsystem sprachen sich für den Dollar aus, 7% für den Euro, 0% für den Yen, 0% für das britische Pfund, 8% für eine neue vom Internationalen Währungsfonds geschaffene Währung, 78% für Gold und 4% für Sonstiges. Auch hier passieren jetzt ganz eigenartige Sachen. Jetzt hat man eine solche Befragung, die eigentlich völlig eindeutig ist. Es ist ein Votum der Menschen, Weltleser, die bei Welt Online sind, die sagen, wir vertrauen einer einzigen Währung, nämlich dem Gold, und all den Rest kann man vergessen, inklusive dem Euro mit gerade mal 7%. Eine solche Denkweise ist politisch nicht korrekt. Nach 2 Stunden werden die Parameter geändert und Gold fliegt raus. Ganz einfach, man hat dann eine neue Befragung gemacht und hat das einfach mathematisch umgerechnet, das ist kein Kunststück. Jetzt waren es 9% Dollar, 49% Euro, 4% Yen, 1% britisches Pfund, 29% eine neue vom IWF geschaffene Währung und 8% Sonstiges. Das heißt, hier wird ganz eindeutig und ganz klar an einer Befragung, die ein Votum der Mehrheit der Menschen zum Ausdruck gebracht hat, so lange rummanipuliert. Wir erleben das bei den Iren, wir erleben das jetzt in der Slowakei. Man lässt immer so lange abstimmen, bis das Ergebnis stimmt, dass das Ergebnis politisch stimmt. Und das stimmte natürlich nicht, solange Gold auf Platz 1 war. Und vor dem Hintergrund hat man das dann einfach geändert. Der Nachteil für diese Manipulateure im Internet ist der, dass diese Dinge archiviert werden. Und dass man eben heute sowohl die alte Seite mit dem erst von mir zitierten Ergebnis unverändert hat, als auch die zweite und die Manipulation deutlich sehen kann. Wenn wir bei dem Euro-Thema kurz bleiben, auch das will ich nicht ausweiten, sondern einfach nur so ein paar Fakten bringen. Wieder Welt Online, eine Befragung, halten Sie es für richtig, dass Griechenland pleite gehen soll? 93% der Bevölkerung sagen ja, 7% sagen nein. Wenn man dann die Bundestagsabgeordneten, die sogenannten Volksvertreter, verfragt, sind es dann 93%, die nein sagen und 7%, die ja sagen, so in der Größenordnung. Also das, was im Parlament passiert, bei uns im Augenblick, ist umgekehrt proportional zu dem, was die Bevölkerung möchte. Sind Sie der Meinung, aktuelle Mnet-Umfrage, dass die Euro-Schuldenkrise mit immer größeren Rettungsschirmen dauerhaft gelöst werden kann? 7% sagen ja, 4% sagen, weiß ich nicht, keine Angaben. Ich weiß nicht, warum die sagen, weiß ich nicht, aber gut. Und 89% sagen nein. Und eine ganz frische Umfrage von der FAZ, der FAZ, Frankfurter Allgemeinen Zeitung, von letzter vergangener Woche, sind Sie für einen dauerhaften Euro-Rettungsmechanismus, also ESM, Europäischer Stabilitätsmechanismus, 9% ja, 91% nein. Und als es jetzt gelang, diese Diskussion in der Bundesrepublik mit Hunderttausenden von Petitionen an Bundestagsabgeordnete, die da richtig zugeschüttet wurden und zum ersten Mal auch mal wieder erlebt, nicht zum ersten Mal, aber in diesem konkreten Fall zum ersten Mal erlebten, die Meinungseinstellung und die Bewertung der Bevölkerung und gefragt wurden, ob sie eben für diesen sogenannten europäischen Stabilitätsmechanismus sind, gab es dann eine
offizielle Warnung der SPD-Bundestagsfraktion an die eigenen Bundestagsabgeordneten, in dieser Form in Kommunikation mit dem Bürger zu treten. Die Fraktionsspitze kommt zu dem Schluss, Zitat, wir raten euch, weder an dieser Umfrage teilzunehmen, noch auf das Schreiben zu reagieren. Das empfiehlt eine vermeintlich demokratische Partei von der Spitze her den Abgeordneten bei der Frage, wenn ein Bürger sich an ihn, die Abgeordneten wendet und sagt, wie hältst du es mit diesem Mechanismus, dann soll man am besten erst gar nicht kommunizieren und darauf reagieren. Diese Leute sind so weit weg von dem, was die Basis, was die Menschen möchte, von dem, was das Volk eigentlich möchte, dass man dieses Spagat kaum noch anders beschreiben kann. Wenn wir bei dem Thema Euro, das ist auch so ein Punkt, die Medien funktionieren deswegen so ausgezeichnet, weil sie sich nicht der Mühe unterziehen, in vergangene Aussagen und Informationen zu steigen und diese Informationen einfach nochmal aufzuwärmen und nochmal hervorzuheben und zu sagen, damals habt ihr das und das gesagt. Zitat aus einer Bundestagsrede, meine Damen und Herren, nach der vertraglichen Regelung gibt es keine Haftung der Gemeinschaft für Verbindlichkeiten der Mitgliedstaaten, keine zusätzlichen Finanztransfers. Wenn Sie quer durch alle Parteien mit den Kollegen im Europäischen Parlament reden, wissen Sie, dass dieser Satz einen Moment des Innehaltens verdient. Nach den vertraglichen Regelungen gibt es keine Haftung der Gemeinschaft für Verbindlichkeiten der Mitgliedstaaten und keinen zusätzlichen Finanztransfer. Mit diesem Satz hat uns am 23. April 1998 Helmut Kohl den Euro verkauft. Und es stimmt nicht ein Jota an diesem Satz zum heutigen Tag. Es wäre für die Journalisten, da das ja Bundestagsreden sind, die für jeden zugänglich sind, ein leichtes herzugehen und den Altkanzler zu fragen, was für einen Unsinn er eigentlich damals geredet hat, ob er damals da schon dran geglaubt hat oder ihm damals schon klar war, wie es anderen, werden gleich einen zitieren, der Fall ist, die von Anfang an gesagt haben, das kann nicht funktionieren. Aber dazu müsste man recherchieren, dazu müsste man in die Vergangenheit gehen, dazu müsste man eine unabhängige Presse haben, die sich eines solchen Themas annimmt. Aber wir müssen gar nicht das Jahr 1998 gehen. Wir können hier gerade mal ein halbes Jahr zurückgehen. Deutschland war und ist bereit, wieder ein Zitat, den Schwächeren zu helfen, so wie wir das jedes Jahr mit unseren Beiträgen zum EU-Haushalt zeigen. Aber eine Transferunion wird es mit mir nicht geben. Jedes Land ist für seine Schulden selbst verantwortlich. Ist eigentlich an Deutlichkeit völlig klar. Das war die Andreas Popp nennt sie Politikdarstellerin zu Recht. Das war Frau Merkel am 11. März 2011. Jedes Land ist für seine Schulden selbst verantwortlich. Und sie bringt jetzt einen ESM, einen europäischen Stabilitätsmechanismus, auf den Weg, in dessen Artikel 9, das will ich gerade noch zitieren, es heißt, die ESM-Mitglieder sagen hiermit bedingungslos und unwiderruflich zu, bei Anforderungen jeglichem Kapitalbedarf binnen 7 Tage nach Erhalt dieser Forderung nachzukommen. Das ist das, wo wir im Augenblick hinlaufen. Das ist grenzenlos, das ist nicht gedeckelt. Es ist nicht an irgendein Parlament, es ist nicht an irgendeine nationale Entscheidung, schon gar nicht an den Willen des Bürgers gekoppelt, sondern ein sogenannter Gouverneursrat wird diese Dinge entscheiden. Der Gouverneursrat ist die Summe der Finanzminister. Und wir, zumindest was die Bundesrepublik betrifft, wissen, wenn da unser Finanzminister hinrollt, was dann da an Rubeln in die andere Richtung rausrollt. Wie gehe ich dann innerhalb, und das ist eben etwas, wenn solche Diskussionen in der Öffentlichkeit, wenn solche Politiker plötzlich überschwemmt werden mit Anfragen, wenn solche Diskussionen also virulenter, wenn solche Diskussionen kräftiger werden, werden die Nerven dünner und blank. Als es um die sogenannte Wir müssen die Abkürzung gar nicht merken, uns daran erinnern, ist auch völlig egal. Also als es um die ESFS-Diskussion ging, das, was jetzt gerade entschieden wurde vor dem letztendgültigen Rettungsschirm, dem ESM, der dann abgelöst wird von dem endgültigen Rettungsschirm, denn der danach kommt und allen weiteren, deswegen brauchen wir sich das alles nicht zu merken, gab es innerhalb der CDU-Fraktion
eine heftige Diskussion zwischen einem Spitzenfunktionär der CDU, einem Herrn Pofalla, und einem, dem innenpolitischen Sprecher, also jemand, der sich nicht durch besondere Widerstands- und Aufpüffigkeitstätigkeit hervorgetan hat, ein Täter mit in diesem System. Und Herr Bosbach, letzterer, hatte sich eben kritisch zu diesem jüngsten Rettungsschirm geäußert. Herr Pofalla im Vorbeigehen zu Herrn Bosbach, ich zitiere: "Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen, du redest ja nur noch Scheiße und du machst mit deiner Scheiße alle Leute verrückt." Originalzitate. Bosbach, etwas hilflos, naiv und fast dümmlich: "Ronald, guck doch mal bitte ins Grundgesetz." Da wird er innerlich gelacht haben. "Das ist für mich eine Gewissensfrage." Da hat er nochmal innerlich gelacht und hat dann wörtlich gesagt: "Lass mich mit so einer Scheiße in Ruhe." Originalton, CDU-Spitzenfunktionär bei dieser Befragung. Das heißt, für ihn ist sowohl der Bezug auf das Grundgesetz als auch der Bezug auf das Gewissen, das Herr Bosbach plötzlich für sich entdeckt hat, etwas, was für ihn nur Müll ist, was er ablehnt, von dem er nichts hält, mit dem er nicht behelligt werden müsste. Das ist das, was man eigentlich bezeichnen könnte als einen Faschismus im bürgerlichen Gewande. Das, was wir hier sehen, ist eine CDU-Junta, die an der Spitze, das gilt für die anderen Parteien natürlich gleichermaßen, ihre Leute auf Linie bringen will und ihre Leute auf Linie bringt. Und das auch dem Bürger, und da lohnt sich mal das Hinhören, und das wäre dann bitte der nächste Film, auch ganz offen erklärt, dass der Bürger nicht zu erwarten hat, dass er von dieser Partei die Wahrheit erfahren kann. Die zweite Regel lautet: Wir brauchen keine Banken, die ihre Geschäfte an der Realwirtschaft und am Sparer vorbeimachen, sondern wir brauchen Banken, die das edle Geld des Sparers vernünftig und produktiv anlegen und damit der eigenen Wirtschaft helfen. Das ist ihr Auftrag, zu dem müssen sie zurückgebracht werden. Dieser Auftrag kann national erfüllt werden, er muss national erfüllt werden. Und das schwächste Glied in dieser Kette ist eine intereuropäische Gemeinschaftswährung wie der Euro. Denn der Euro verleitet alle Euro-Staaten dazu, zu Lasten anderer Geschäfte mit der Inflation zu betreiben. Deswegen, so leid es mir tut, führt kein Weg aus der Auflösung des Eurosystems zurück. Wir brauchen wieder nationales Geld. Als der frühere Bundeskanzler Kohl und einige andere mit ihm von einer sogenannten Sachzwangtheorie sprachen: Der Sachzwang der monetären Zusammenarbeit würde gewissermaßen den politischen Zwang zur Einigung auslösen. Da hat er eigentlich die Wahrheit auf den Kopf gestellt. Jetzt sehen wir, dass der umgekehrte Sachzwang gilt. Dass nämlich der Sachzwang der monetären Probleme zu politischen Konflikten führt. Wir haben politische Konflikte, weil einzelne Staaten jetzt zu Lasten anderer saniert werden müssen. Wie will man denn die Riesenschulden von Irland bis Griechenland, wie will man die denn abtragen? Deutschland kann die nicht übernehmen. Wenn Deutschland die übernehmen würde, dann wären wir selber bankrott. Das war natürlich nicht die angekündigte Kanzlerin, sondern es war Professor Wilhelm Hankel, der, dieses Interview habe ich mit ihm 2009 gemacht, auf die Probleme hingewiesen hat und die an Aktualität bis zum heutigen Tage nichts verloren haben. Er ist einer der Warner der ersten Stunde. Das heißt, niemand kann sich heute hinstellen und sagen, ich habe das nicht gewusst, sondern es ist etwas, was von Anfang an deutlich war. Er gehört mit zu denen, die gegen die EU-Verfassung, gegen die Euro-Einführung, gegen den Vertrag von Lissabon und gegen den Bailout, also die allererste Griechenland-Hilfe, die auch schon verfassungswidrig war, geklagt hat, letztendlich unterm Strich erfolglos geklagt hat. Ich verkürze das etwas, aber es ist nicht so, dass man sich hinstellen könnte und überrascht sein könnte von den Entwicklungen, die wir heute haben. Einer seiner Mitstreiter, Dieter Spethmann, einer aus der bundesdeutschen Großindustrie, hat am 9. Mai einmal zusammengestellt und unter der Überschrift "Es gibt auch ein Euroschema" einmal zusammengetragen, dass die europäische Gemeinschaftswährung der Bundesrepublik alleine bislang etwa 2,5 Billionen an Schaden angerichtet hat. Das heißt, das, was wir mit der Einführung dieser Währung von Anfang an
erlebt haben, ist eine Größenordnung an Schaden. Und das sind die Rettungsschirme, das war der 9. Mai, die Rettungsschirme alle noch nicht drin, sondern nur das, was allein an reinen Währungsschaden bis dahin entstanden ist. Und wenn man heute in den Mainstream-Medien diese Thematik inzwischen auch etwas langsam deutlicher sieht, dann ist das so ein Nachtarocken, ein Nachklappen und auch vor allen Dingen ein Nachhinken. Die Wahrheit erfahren wir doch immer noch nicht. Die Wahrheit erfahren wir, und da wäre bitte das nächste Bild oder in dem Fall zwei Bilder, was wir einblenden können, die erfahren wir überraschenderweise von einer ganz anderen, an einer ganz anderen Ecke. Wenn es also so ist, dass die Frage der Sicherheit der Währung davon abhängt, also der Goldverkauf beim Discounter angekommen ist, man sich heute bei Lidl die Goldmünzen oder eben hier als Erinnerung auf das, was noch kommen könnte, eine Billion Notgeld organisieren kann, dann weiß man letztendlich, was es geschlagen hat. Die wissen ganz offensichtlich mehr über die Entwicklung, was dort passiert und wie sich das hinentwickeln, wohin sich das hinentwickeln könnte, als es uns die Politiker verraten. Wir springen jetzt gleich zum nächsten, bitte. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen kann. Klartext. Das kriegen wir offiziell im Fernsehen mitgeteilt, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass das, was einem erzählt wird, nach den Wahlen, dann vor den Wahlen auch nach den Wahlen eintritt. Offener und ehrlicher, dass wir alle belogen werden, kann man es eigentlich gar nicht mehr sagen. Und das Interessante an der Geschichte ist jetzt nicht, dass mit einer solchen, das ist ja fast dankenswert, diese Offenheit, mit einer solchen Offenheit ein solches Thema angesprochen wird, sondern das Bemerkenswerte ist, dass es keinen Aufschrei der Medien gibt, dass gesagt wird, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass hier eine Kanzlerin sich hinstellt und erklärt, auch in Zukunft werden wir grundsätzlich lügen, wenn es darum geht, dass es uns in Kram passt, irgendetwas durchzusetzen, werden wir vor der Wahl das eine, nach der Wahl das andere sagen, und das gilt auch für die Zukunft. Wird also genauso auch in Zukunft weitergehen. Dinge, die erstaunlich sind, eigentlich nur unter dem Aspekt, dass die Medien so etwas völlig, da werden wir noch ein paar andere Beispiele, unkommentiert durchgehen lassen. Unkommentiert durchgehen hat auch die Medienlandschaft das, was mit der Verabschiedung des Vertrages von Lissabon passiert ist. Auch hier ist es ja schon skurril genug. Wir werden, jeder von uns wird, wenn er irgendeinen Vertrag unterschreibt, darauf festgenagelt, wenn es dann um das sogenannte Kleingedruckte geht. Ja, beschweren Sie sich nicht, müssen Sie eben durchlesen. Verlangen die Juristen von uns, dass wir das Kleingedruckte in irgendwelchen Verträgen, wenn es noch so lästig ist, auch durchlesen, und wenn wir es akzeptiert haben, den Vertrag, das Ganze gleich mit. Als der Vertrag von Lissabon im Bundestag verabschiedet wurde, lag er in der letzten Fassung noch gar nicht vor. Das heißt, die Abgeordneten haben über einen Vertrag abgestimmt, den es noch gar nicht in der letzten Fassung gab. Das heißt, die wussten nicht nur nicht, was im Kleingedruckten drin stand, sie konnten es gar nicht wissen und haben natürlich mit Ja gestimmt. Und sie haben mit Ja gestimmt, auch einer Formulierung zugestimmt. Und da wird es dann eben gar nicht mehr lustig, dass also beispielsweise der Vertrag von Lissabon die Grundrechtscharta der EU übernimmt und das zum Bestandteil macht. Und dort heißt es im Artikel 2 dieser Grundrechtscharta unter Abschnitt 2, niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet werden. Und in den Erläuterungen heißt es dann, eine Tötung wird nicht als Verletzung des Artikels betrachtet, also eine Tötung ist dann erlaubt, wenn es erforderlich ist, einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen. Das heißt, wir haben hier im Vertrag von Lissabon durch die Hintertüre Todesstrafe und Liquidation eingeführt, dann, wenn die Herrschenden meinen, dass ihnen ihre Macht weggenommen werden soll. Wir werden sehen, wann es in Griechenland das erste Mal der Fall ist, wo unter Berufung auf diesen Vertrag die sogenannte Eurogenforce, das ist also
die Miliz der EU, die dann die Schmutzarbeit macht, wie die Delta Force bei den USA damals oder heute, auf die Menschen schießt, die dort demonstrieren, weil sie mit den Regelungen nicht einverstanden sind. Was ist das anders als Aufruhr oder ein möglicher Aufstand, der hier durchgeführt wird? Und wenn man sich dann überlegt, dass das eine Kanzlerin verabschiedet, die deswegen Kanzlerin sein kann, sonst wäre sie jetzt hohe SED-Funktionärin, weil die Menschen in Leipzig und in Ost-Berlin und in anderen Städten der DDR in Montagsdemonstrationen dieses SED-Regime weggejagt haben, aus dem Amt gejagt haben. Diese SED-Leute haben die NVA damals nicht zum Schießen auf die Menschen losgelassen. Es ist dort nicht geschossen worden. Und die Kanzlerin, die deswegen Kanzlerin sein kann, weil das genauso passiert ist, verabschiedet heute einen Vertrag, der eine solche Schussbefehl dann hätte legalisiert und legitimieren lassen. Das ist schon in der Tat eine bemerkenswerte Geschichte. Und auch hier Schweigen bei den Medien. Schweigen auch bei den Medien, bei einem ganz anderen Thema, wenn man sich das die Afghanistan-Frage anschaut, dass die Engagement der Bundeswehr dort, kann man schlicht und ergreifend auch nur sagen, dass das etwas ist, was die Bevölkerung nicht will. Absolute Mehrheit, die Bevölkerung eine solche Geschichte nicht will. Und wenn dann jemand wie Christoph Hörstel sich hinstellt und bei Briefing für die Bundeswehr, dafür ist er engagiert worden, weil er halt die Taliban-Szene aus persönlichen und privaten Kenntnissen so gut in Deutschland kennt wie kaum ein anderer seit vielen Jahren und Jahrzehnten und jetzt die Soldaten, die dorthin geht, hingeschickt wurden, eben einfach mal auf den Einsatz vorbereitet und sagte dann auf die Frage, ja, worum geht's denn eigentlich bei dem Krieg in Afghanistan? Um die Sicherung, das war dann seine korrekte Antwort, die Sicherung des legalen Heroinhandels. Man will verhindern, dass der illegale Heroinhandel stattfindet und in Afghanistan inzwischen 98% der Weltproduktion ist er in gesicherten guten Händen und deswegen müssen wir unsere Jungs und unsere Mädels dorthin schicken. Damit war natürlich sein Job los. Eine solche Tätigkeit, eine solche Äußerung oder eine solche Tätigkeit vereinbart sich natürlich mit einer solchen Äußerung jetzt endlich nicht. Und wenn man dann darauf hinweist, wie das der linke Filmemacher Frieder Wagner, auch ein Lieblingsfilmemacher der Medien getan hat. Und wenn man dann darauf hinweist, dass in Afghanistan Uranmunition verschossen wird und diese Uranmunition schwerste Schäden anrichtet, dann ist eben die Frage auch, dass das ja etwas ist, wo die Uranmunition natürlich nicht irgendeinen neckischen Bogen um Bundeswehreinheiten macht, wenn die mal verschossen wurde, sondern natürlich auch durch den Staub, durch die Kontamination, die da stattfindet, natürlich auch Zivilisten und diejenigen, die es nicht verschießen, offiziell verschießen es die Amerikaner, die Israelis und die Engländer. Bundeswehr verschießt es nicht. In dem Moment, wo der Staub aber mal irgendwo hingeweht wird, trifft es die natürlich genauso. Da hat er einen Film drüber gemacht, ist in das Kinderkrankenhaus von Basra gegangen im Irak, wo 33% aller Neugeborenen schwerst missgebildet sind. Wenn man sich die Bilder anschaut, die er dort gemacht hat, er selber sagt das immer wieder, ich habe einen Blick in die Hölle geworfen, was dort mit Neugeborenen passiert, die dieser Uranmunition ausgesetzt waren über ihre Eltern, nicht als Baby, sondern über ihre Eltern und die schwangeren Mütter, dann weiß man, dass hier ein Kriegsverbrechen im ganz großen Stil stattfindet. Und wenn man das anspricht in diesem Land, ist man weg vom Fenster. Frieder Wagner gilt, er hat mir so schön gesagt in einem Gespräch, hat ihm einer seiner ehemaligen ZDF-Kollegen gesagt, du giltst jetzt als schwierig, und weil er dieses Thema aufgegriffen hat und kriegt natürlich keine weiteren Tätigkeiten mehr. Jetzt kann man sich hinstellen und sagen, naja gut, es ist ja schon so, dass wir gerade erlebt haben, dass in den Medien so etwas hochkam wie WikiLeaks und hier Aufklärungsarbeit stattfand, der gegen amerikanische Verbrechen. WikiLeaks hatte den kommunikativen Ritterschlag und den Glaubwürdigkeitsritterschlag bekommen mit der Veröffentlichung dieses Videos, wie der Reuters-Journalist aus dem Hubschrauber zusammengeschossen wird und anschließend auch noch ein LKW, in dem Kinder sitzen, zusammengeschossen wird. Und dieses Bild, diese Filmaufnahmen haben durch die Welt erschüttert und seitdem gilt halt WikiLeaks als
eine sehr glaubwürdige und großartige Institution, die eben hier den Amerikanern auf die Finger sieht. Wichtig bei diesem ganzen Thema ist, dass man sich darüber im Klaren ist, welche Bedeutung im Internet insbesondere eine solche Institution, aber eben auch die sogenannten sozialen Social Networks haben, wie Google, wie Facebook, wie Twitter und Ähnliches. Und wenn man das eben weiß, dass hier durchaus bestimmte Interessensgruppen ihre Finger im Spiel haben, wird das Ganze etwas, was eine ganz andere Sichtweise bekommt und weswegen man sich dann wiederum gar nicht mehr wundert, warum beispielsweise die Informationen von WikiLeaks solche sind, die ganz begierig von Spiegel und Welt als tolle Enthüllungen eines vermeintlich kritischen Journalismus aufgegriffen werden. Und ganz ehrlich und unter uns, es gab ja auch Enthüllungen geheimdienstlicher Art, Dokumente, die Frau Merkel als langweilig und Herrn Westerwelle als einfallslos bezeichnet haben in diesen Geheimdienstunterlagen, die veröffentlicht wurden. Brauchen wir Geheimdienste, um zu wissen, dass Frau Merkel langweilig und Herr Westerwelle einfallslos ist? Nächster Film bitte. Natürlich, Google befindet sich halbamtlich in einem besonderen Verhältnis, praktisch in einer Einheitsfront mit der National Security Agency, vor allem gegen China. Das Verhältnis entstand vor ungefähr einem Jahr und ich las in der Washington Post, Google and NSA work together. Washington Post veröffentlicht einen Artikel, Brave New Wiki World. Brave New Wiki World, das ist natürlich Shakespeare und Aldous Huxley. Aldous Huxley, genau. Okay, Brave New Wiki World. Der Verfasser ist Cass Sunstein, damals einflussreicher Professor, jetzt hoher Beamter im Weißen Haus, zuständig für die geistige Unterwanderung von Protestbewegungen und natürlich von Paranoikern, die an Verschwörungstheorien glauben, nicht Geisteskranke, natürlich von Haus aus. Und das ist der Cass Sunstein. Und was schreibt er? Er sagt, es gibt eine tolle neue Organisation und die wird China jetzt angreifen. Ich gehe davon aus, es ist eine begrenzte Selbstentlarvung der CIA selbst. Also die CIA, Assange braucht das gar nicht zu wissen. Das braucht er gar nicht zu wissen. Vielleicht weiß er das, vielleicht weiß er das nicht. Das können wir nicht beurteilen. Aber die begrenzte Selbstentlarvung, beziehungsweise begrenzte Selbstentschleierung, das ist ein Striptease der Geheimdienste. Also die Sachen werde ich zeigen, die anderen Sachen, die wichtiger sind, werde ich nicht zeigen. Webster Tapley, ein amerikanischer Spezialist für Geheimdienste, für Außenpolitik, lebt in Washington, hat darauf hingewiesen, dass wenn man sich die Dokumente mal genau analysiert, die WikiLeaks herausgebracht hat, dann sind die erstens von der Geheimhaltungsstufe, unterste Geheimhaltungsstufe, also vergleichsweise gerade noch geheim oder gerade schon geheim. Und zweitens beinhalten sie all die Themen, die wirklich interessant sind, also wenn es um die strategischen Verbrechen und strategischen Überlegungen der amerikanischen Regierung, der englischen Regierung, der israelischen Regierung und Führung geht, all diese Themen behandeln sie nicht. Sie behandeln uninteressante Nebenkriegsschauplätze und selbst, das habe ich von ihm gelernt in dem Gespräch, selbst dieser berühmte Film über den Reuters-Journalisten war nicht unbekannt. Der Film selber war unbekannt. Der Sachverhalt war seit Jahren bekannt. Insofern hatte man etwas, was ohnehin nichts Neues gewesen ist, noch durch Bilder entsprechend unterfüttert und nachgelegt. Also auch hier ist extreme Vorsicht geboten. Und ganz deutlich wurde das, darauf weist er in dem Gespräch auch hin, ganz deutlich wurde das, als Assange sich hingestellt hat und auf die Frage, wie es denn mit dem 11. September aussieht, gesagt hat, das sind alle Spinner, die da an offiziellen Versionen zweifeln, das sind Verrückte, also
da muss man nichts drauf geben, das ist Unsinn, und sagt, das ist so der späteste Punkt, wo man hätte hellhörig werden müssen, wenn jemand so kategorisch allein die Diskussion, also jemand, der angeblich Geheimdienstinformationen sich erschleicht und auf die Art und Weise eine alternative Öffentlichkeit machen, Arbeit machen will und sich dann so kategorisch selbst der Diskussion verweigert bei dieser Frage, der ist dann eben Dummheit oder bezahlt sein, die beiden Alternativen, um die es letztendlich geht. Dass die Social Networks, die hier mit Google angesprochen sind, sich bei der CIA größter Begeisterung erfreuen, ist etwas, was auch ganz unumwunden zugegeben wird. Das nächste Zitat ist ein kurzer Clip einer, das ist jetzt allerdings rein auf Englisch, ich sage nur, worum es dann bei der Geschichte geht, es ist ganz kurz. Christopher Starzinski, stellvertretender CIA-Boss, schildert in diesem Statement, dass in dieser Anhörung beim Kongress, dass er festgestellt hat und die CIA festgestellt hat, dass die Menschen insbesondere bei Facebook und Twitter bereit sind, über sich persönlich unendlich viel an Informationen, hunderte von Fotos, Daten, persönliche Fakten und so weiter zur Verfügung zu stellen. Und er kommt zum Schluss zu der Formulierung, als das so geschehen ist, als wir das so gesehen haben, für die CIA ein Traum wurde wahr. Schauen wir uns kurz an, ist ein ganz kurzer Clip, aber das, was ich gerade gesagt habe, wie gesagt, jetzt kurz auf Englisch. According to Department of Homeland Security reports, Facebook has replaced almost every other CIA information gathering program since it was launched in 2004. After years of secretly monitoring the public, we were astounded so many people would willingly publicize where they live, their religious and political views, an alphabetized list of all their friends, personal email addresses, phone numbers, hundreds of photos of themselves, and even status updates about what they were doing moment to moment. It is truly a dream come true for the CIA. Die Schlussformulierung, in der Tat, hier wurde ein Traum für uns wahr, weil die Menschen eben bereit sind, unendlich viel an Informationen, E-Mail-Adressen bis hin zu dem, was sie in dem jeden Moment gerade tun, bereit sind, zur Verfügung zu stellen. Natürlich ist das etwas, was nicht dazu führt, dass die CIA jetzt in aller Ruhe Facebook studiert, sondern natürlich führt das zu echten Kooperationen. Gehen wir zum Thema Inland, gehen wir in andere Bereiche, wo ebenfalls diese Lücke zwischen dem, was wir in den offiziellen Medien zur Verfügung gestellt bekommen an Informationen und dem, was die Menschen meinen und was es eben an anderen alternativen Informationen auch gibt. Bei der Frage, ich will das auch dieses Thema gar nicht diskutieren, von der inhaltlichen Seite und bitte mich auch da richtig zu verstehen, bei der Frage, inwieweit die demografische Problematik, die wir insbesondere in der Bundesrepublik haben, in Verbindung mit einer Migrationsthematik etwas ist, was man wenigstens mal hätte diskutieren sollen und wo man vielleicht die ein oder andere Meinung bei der Bevölkerung hätte einholen können, spielt gegebenenfalls ein Zitat eines Industriellen, des Chefes von Öger Tours, einer Airlines, einer Fluglinie, eine große Rolle oder spielt eine gewisse Rolle, bei dem in einer Weise mal Klartext geredet wurde, dass es mal sinnvoll wäre, zumindest mal nachzufragen. Es ist ein Zitat aus der türkischen Zeitung Hürriyet, ist in den Mainstream-Medien überhaupt nicht zitiert worden. Er weist darauf hin, im Zusammenhang mit dieser ganzen demografischen, also Bevölkerungsentwicklungsproblematik oder Thematik. Im Jahre 2100 wird es in Deutschland 35 Millionen Türken geben. Die Einwohnerzahl der Deutschen wird dann ungefähr bei 20 Millionen liegen. Das, was Kamunay Sultan Süleyman 1529 mit der Belagerung Wiens begonnen hat, werden wir über die Einwohner mit unseren kräftigen Männern und gesunden Frauen verwirklichen. Ein Zitat,
über das man diskutieren kann und diskutieren sollte. Dafür müsste es in den Medien zur Kenntnis genommen werden und in den Medien gebracht werden. Ich habe ganz am Anfang darauf hingewiesen, dass es neben Politik und Medien den Verbund auch mit Wissenschaft und Wirtschaft und Justiz, komme ich zum Schluss drauf, gibt. Und eins dieser Beispiele im Zusammenhang mit Wissenschaft und Wirtschaft ist beispielsweise die Diskussion um das Thema Impfen. Wir haben das alles erlebt. Wir haben erst die SARS gehabt, wurden dadurch die in Panik versetzt. Nach SARS kam die Vogelgrippe und nach Vogelgrippe kam dann die Schweinegrippe, die es allerdings den Bogen überspannt hatte. Und die Impfkritik, die in, ja auch hier schon diskutiert wurde, die Impfkritik, die in den offiziellen Medien überhaupt gar keinen Stellenwert hat und nicht zur Kenntnis genommen wird, hat er es jetzt hier erstmals geschafft, und das sind wieder diese kleinen Nadelstiche, die Menschen, und zwar in allen unseren deutschsprachigen Ländern, also sowohl in der Schweiz wie in Österreich wie in der Bundesrepublik, zu sensibilisieren. Hier in der Schweiz war es so, dass zwei Dosen von dem Tamiflu pro Kopf schon geordert wurden. In Österreich war es die komplette Bevölkerung einmal durchimpfen und bei uns waren es 80%. Und es war das Verdienst der alternativen Medien, es ist das Verdienst der Internetkommunikation gewesen, dass es zu diesem Thema nie kam. In der Bundesrepublik waren, ich kenne die Zahlen jetzt von Österreich und von der Schweiz leider nicht, in der Bundesrepublik waren es schlussendlich 7%, die sich den Mist haben impfen lassen, aber 80% hätten es sein sollen. Das heißt, hier war die Information so, dass es dazu beigetragen hat, durch Mund-zu-Mund-Propaganda, dass ein Thema problematisiert und diskutiert wurde über alternative Schienen, nicht über die offiziellen Medien, mit dem Ergebnis einer Impfverweigerung. Hier haben die Menschen plötzlich einfach Nein gesagt und das war gut so, dass sie das gemacht haben. Nein. Nein sagen die Menschen auch zu einem Thema, mit dem man sich gar nicht ausführlich genug befassen kann, nämlich dem Thema Gentechnik. Und ich will ganz kurz ein Beispiel dafür, wie es Wissenschaftlern geht, die sich mit dieser Thematik befassen, zeigen. Das Erste, was wir sehen, ist ein ungarischer Wissenschaftler, ein kurzes Zitat eines ungarischen Wissenschaftlers, der ein Gentechnik-Anhänger gewesen ist, der dieses Thema wissenschaftlich untersucht hat, Tierversuche gemacht hat und dann zu bestimmten Ergebnissen kam und dann allerdings diese Ergebnisse, die nun die falschen waren, veröffentlicht hat. Arpad Pushtai ist dann anschließend er war 35 Jahre an einer Universität in Schottland tätig, aus seinem Amt gejagt worden. Er hat seine Tätigkeit an der Universität verloren. Er durfte das Labor nicht mehr betreten und das Ganze nach 90 Sekunden BBC-Auftritt, in dem er auf die Frage, was denn seine persönliche Einschätzung, nachdem er die Fälle erklärt hat, die Ergebnisse erklärt hat, das, was wir gleich hören, ob er denn eine gentechnisch veränderte Kartoffel essen würde, so natürlich nicht. Und dieses kurze Statement war etwas, was ihm dann zum Verhängnis gekommen ist. Und er selber erzählt, dass ihm dann aus der Universitätsleitung zugetragen wurde, dass der Rektor der Universität, der schottischen Universität, wo er tätig gewesen ist, einen direkten Anruf von der Downing Street von Tony Blair bekommen hat, der darauf hingewiesen hat, dass er gerade von Clinton informiert wurde, dass das etwas ist, was nicht geht. Das klingt jetzt wie eine wilde Verschwörungstheorie, ist aber offensichtlich stabil. Und wenn wir gesehen haben, als dieses furchtbare Erdbeben in Haiti passierte und Clinton, der offensichtlich eine bezahlte Figur der entsprechenden Gentechnikindustrie, also Monsanto, vorneweg ist, dort mit Saatgut ankam und den Bauern gesagt, jetzt ist alles kaputt und wir bringen euch jetzt Saatgut, und zwar gentechnisch verändertes Saatgut, und mit dem könnt ihr jetzt alle wundervoll aufbauen, dass er sich also da ganz offensichtlich und offenkundig zum Handlanger dieser Industrie gemacht hat, allerdings mit der Intelligenz der Bauern in Haiti nicht gerechnet haben, die das Zeug sofort abgefackelt haben, gesagt, den Dreck bringen wir bei uns nicht in die Erde. Film ab, bitte.
Bei unserem ersten Experiment, als wir 1995 starteten, gab es noch keine einzige Veröffentlichung über potenzielle oder reale Auswirkungen von gentechnisch verändertem Material auf irgendeine Spezies, Ratten, Mäuse oder Menschen, obwohl die Menschen es bereits aßen. Even though that the humans were already eating it, after the animals were killed and dissected. Nachdem die Tiere getötet und seziert waren, fanden wir heraus, dass sich deren innere Organe im Vergleich zu den mit nicht genmanipulierten Kartoffeln gefütterten unterschiedlich entwickelt hatten. Schlussendlich fanden wir, und das ist wichtig, in diesen Daten 36 höchst signifikante Unterschiede zwischen den Tieren, die mit genverändertem oder nicht genverändertem Futter gefüttert worden waren. So, das waren gute Neuigkeiten. Er sagt, er ist bereit zu reden. Das Erste, was er sagte, war, wird mein Name in dem Artikel erscheinen? Ich musste ihn also beruhigen und ihm sagen, wenn er nicht wolle, natürlich nicht. Das ist der Grund, warum wir nicht zu viele Informanten haben. Die Farmer haben Vorbehalte, viele Wissenschaftler haben Angst. Und nach neuestem Stand sind nahezu alle auf Gentechnik spezialisierten Wissenschaftler direkt oder indirekt von der Industrie finanziert worden. Das ist eine sehr gefährliche Situation, weil es keine wirklich unabhängige Wissenschaft mehr gibt. So, was wir hier haben, sind 60.000 Seiten interne Dokumente der Arzneimittelzulassungsbehörde der USA, die belegen, wie sie ihre wissenschaftlichen Ergebnisse über gentechnisch veränderte Organismen vertuscht haben. Wenn wir diese Dokumente durchsehen, finden wir die zentralen Papiere, die dieses Vertuschen aufzeigen. Das Entscheidende bei diesem ganzen Thema ist, dass all das, was wir hier von einzelnen Filmemachern, von einzelnen Aktivisten, einzelnen alternativen Journalisten bekommen, etwas ist, was natürlich die großen Apparate unserer Medien, unserer großen Medien jederzeit und viel breiter und viel umfangreicher würden recherchieren können und publizieren können, wenn sie es denn wollten. Das ist bei der Gentechnik nicht der Fall. Das, was der Hintergrund der ganzen CO2-Thematik, damit bin ich beim nächsten Thema, ist es in selber Weise, in selber Form nicht der Fall. Wir haben inzwischen etwa 800 Studien, die klipp und klar im Detail belegen, dass das, was uns das IPCC, der Weltklimarat, zu dem CO2, dem anthropogenen, dem vom Menschen verursachten CO2 erzählt, Unsinn ist. Schlicht und ergreifend wissenschaftlicher Unsinn ist und dass es hier wieder mal um ein Billionengeschäft geht. Aber diese Dinge werden nicht publiziert, diese Dinge werden nicht veröffentlicht und es sind dann so Zufälle wie dieses Gate, was es da gegeben hat im Zusammenhang mit gehackten Informationen, gehackten E-Mails, dass so etwas eben ans Tageslicht kommt. Wie mit Kritikern umgegangen wird, und das zeigt der nächste Film, ist etwas, was in der Tat sehr bedenklich ist. Der nächste Streifen ist kein Film, der humoristisch oder überspitzt gedacht war. Der Absender ist eine Institution, die sich mit dem Thema Klimawandel positiv und werbend im Sinne von wir müssen CO2 einsparen auseinandersetzt und drei Clips dieser Art gedreht hat, die alle das identische Ende haben. Und das sollten wir uns jetzt gerade noch mal kurz ansehen. Da das Englisch ist, wird er jetzt ganz kurz, was den Inhalt betrifft, simultan übersetzt. Right, kids, just before you go, there's a brilliant okay, idea Kinder, that I'd like to run by you. Geht, now, it's called 10-10. Tolle Idee. The idea 10-10. Is everyone starts cutting their carbon emissions by 10%. Thus, keeping the planet safe for everyone, eventually. Now, this hasn't got to be a huge thing, but I would love it if you and your families would think about doing something. What sort of thing, miss? Well, like getting your dad to insulate the loft, or taking your next holiday by train instead of flying, or buying energy-saving light bulbs. We're thinking of using our car less. I'm going to cycle. Oh, that's fantastic, Jemima. Ja, ganz fantastisch. Now, no pressure at all, but it'd be great to get a sense of how many of you might do this. Just a rough percentage.
That's fantastic. Fantastisch. And there's Nora. Alle dabei oder jemand nicht? Philip and Tracy. Philip and Tracy? That's fine, that's absolutely fine. Your own choice. Also wir sehen uns morgen. Okay, class, thank you so much for today. Danke. And I will see you all tomorrow. Oh, just Leiden. Before you go, ich muss gerade noch mal hier drücken. This little button here. Now everybody, please remember to read chapters 5 and 6 on volcanoes and glaciation. Über Vulkanismus except Philip and Tracy, of course. Gletscherbildung, bis auf Philip und Tracy natürlich. Also wie gesagt, das ist etwas, was ich unter dem Begriff Einschüchterung verstehen würde. Denn die anderen drei, einmal geht es um eine Fußballmannschaft, einmal geht es um ein Team in der Wirtschaft, enden in derselben Art und Weise. Und der Absender, wie gesagt, ist eine Institution, die sich werbend für Sensibilität in Sachen Klimaschutz, CO2-Reduktion und Ähnliches befasst. Es hat dann Proteste gegeben, als dann wiederum über Internet dieser Clip verbreitet wurde, mit dem Ergebnis, dass man das dann zurückgezogen hat. Aber die Proteste kamen eben wieder nicht von den offiziellen Medien, sondern kamen eben aus der alternativen Szene. Ein weiteres Thema, was wissenschaftlich ein ganz, ganz heißes Eisen ist, ist das Thema HIV und AIDS. Hier gibt es, auch das ist etwas, was ich im Rahmen meiner Tätigkeit dankenswerterweise lernen konnte, so viele Fragen, dass man auch hier sagen muss, dass das von dem, was man erzählt bekommt, ganz offensichtlich, zumindest nur zu einem kleinen Teil in der Tat zutrifft. Und hier ist es auch wieder ein ganz junger Filmemacher, ähnlich wie bei Loose Change, ein junger kanadischer Filmemacher, der einen Film zum Thema HIV und AIDS und die Hintergründe gemacht hat. Und das gesamte Gebäude, was wir in den Schulen lernen, in der Presse, von riesigen AIDS-Galas transportiert bekommen, das gesamte Gebäude bricht zusammen, was wir uns dann in dem nächsten Clip ganz schnell ansehen werden. Im März 2008 stellte die Washington Post fest, eine Reihe von überraschenden Ergebnissen haben die Forscher daran erinnert, wie wenig sie über die Biologie von HIV wissen. Wie es wissenschaftlich definiert wird, das hat sich recht oft geändert. Und das macht es für Laien schwer zu verstehen. Es ist auch schwierig für mich, die Zahlen zu interpretieren. Theoretisch könnte ich in den USA die Diagnose AIDS bekommen. Aber wenn ich 3 Schritte nach rechts mache, würde ich diese AIDS-Diagnose nicht bekommen. Oder ich würde meine AIDS-Diagnose verlieren, wenn ich die Grenze überquere. Das sind HIV-Viren? Was soll ich Ihnen sagen? Wissen Sie, ich bin sicher, es existiert. Ich glaube nicht, dass die pharmazeutische Industrie großes Interesse hat oder sich für eine Heilung engagiert. Ich glaube, ich möchte nicht allzu zynisch klingen, aber meiner Meinung nach ist die jetzige Situation, also lebenslange Behandlung mit teuren Medikamenten, dass Ihnen das eigentlich ganz recht ist. Sie sind alle Prostituierte. Jedenfalls die meisten meiner Kollegen und bis zu einem gewissen Grad auch ich selbst. Sie müssen sich prostituieren, um Geld für ihre Forschung zu bekommen. Wir können sehr oft mit HIV in Kontakt kommen, ohne uns anzustecken. Unser Immunsystem wird das Virus innerhalb weniger Wochen los, wenn wir ein gutes Immunsystem haben. AIDS ist das beste Beispiel dafür, was an unserer heutigen Kultur wirklich erschreckend und alarmierend ist. Nämlich, dass es eine PR-Kultur ist. Es ist ein Phänomen der Public Relations. Die Wahrheit ist nicht wichtig. Worauf es ankommt, ist die Berichterstattung in den Medien. Das vorletzte Zitat ist an sich die Granate. Wir haben hier mit Luc Montagnier den Nobelpreisträger für die Entdeckung des HIV-Virus. Er hat dafür den Nobelpreis bekommen und stellt sich heute allen Ernstes hin, und das tut er immer noch, insofern ist er Gott sei Dank auch bei dieser Position und bei dieser Stellung geblieben, dass man im Verlauf seines Lebens mehrfach mit HIV in Berührung kommen kann. Kann HIV positiv sein, wird dann wieder negativ, wenn das Immunsystem in Ordnung ist und wenn man sich beispielsweise gesund ernährt. Das heißt, all das, was einem bislang erzählt wird im Zusammenhang mit der Frage des Todesurteils Diagnose HIV ist ganz offensichtlich so, wenn man den ganzen Film sich anschaut oder eben das Fazit von Montagnier sich ansieht, Unsinn.
Auch hier findet eine Diskussion aus den bekannten Gründen in den Medien letztendlich nicht statt. Etwas anderes, es ist schon angesprochen worden, wo es dann wirklich ganz dramatisch wird, wo auch die Frage der Diskussion natürlich in den Medien nicht stattfindet, sondern das still und heimlich eingeführt wird, ist das Thema, und ich springe jetzt in den Bereich, ja, man kann sagen Gesundheit, bzw. den Bereich Pädagogik und Erziehung, das, was abgeht in einigen Bundesländern der Bundesrepublik im Bereich der sogenannten Frühsexualisierung. Und hier muss man sich darüber im Klaren sein, dass hier Dinge auf den Weg gebracht werden mit Wissen und unter dem Patronat unserer Politik. Verantwortlich ist da das Jugend- und Familienministerium zu und die verantwortlichen Täter sind die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die hier Publikationen rausbringen. Und da zitiere ich jetzt nur in dem Ratgeber für Eltern zur kindlichen Sexualkunde vom 1. bis zum 3. Lebensjahr. Vom 1. bis zum 3. Lebensjahr. Allein das ist schon bemerkenswert genug, leitet die Eltern dazu an, ihr Kind beim Saubermachen zwischen den Beinchen zu kitzeln, streicheln und liebkosen und beklagt auf Seite 27 dieser Publikation, Scheide und vor allem Klitorius erfahren kaum Beachtung durch Benennung und zärtliche Berührung, weder seitens des Vaters noch der Mutter, und erschweren es damit für das Mädchen, stolz auf seine Geschlechtlichkeit zu sein. 1 bis 3 Jahre. Ganz besonders begrüßenswert wäre es, so geht es auf Seite 13 dieser Publikation weiter, wenn auch Väter, Onkel, Großmütter und Kindfrauen diese Broschüre lesen und sich angesprochen fühlen würden, entsprechend zu agieren. Das ist etwas, was hier in Berlin, in Nordrhein-Westfalen will dem nachziehen, als offizielle Publikation in den Kindergärten zur Verfügung gestellt wird und dort im Übrigen mit Billigung, das sei durchaus kindgerecht, auch der oppositionellen CDU in Berlin dort eingesetzt und umgesetzt wird. Das, was zum Schluss in dieser Empfehlung drinsteht, ist eigentlich nichts anderes als die Aufforderung zum Kindsmissbrauch. Aber das ist eben etwas, was hier unter dem Aspekt der moderne Sexualkunde abgefrühstückt wird. Wir sind damit, und damit komme ich zum letzten Block dieser Troika, dieser Quadriga von Politik, Medien, Wirtschaft, Wissenschaft und eben Justiz, im Bereich der Justiz, dass wir keine unabhängige Justiz haben und dass diese Dinge auch in den Medien nicht diskutiert werden, ist hinlänglich bekannt, aber eben auch etwas, was in den öffentlichen Medien nicht stattfindet. Ob das der Fall Barschel ist, der nun insofern signifikant ist, als hier ein Oberstaatsanwalt, der diesen zwei Oberstaatsanwälte, denn nach der Pensionierung des einen hat der nächste das Thema nochmal aufgreifen wollen, zwei Oberstaatsanwälte während ihrer gesamten Berufslaufbahn versucht haben, im Fall Barschel wegen Mordes zu ermitteln, Generalstaatsanwalt des Landes Schleswig-Holstein, der oben drüber steht und weisungsbefähigt ist, abgelehnt wurde und daran gehindert wurde. Das heißt, wir haben hier es vom politischen, dieser Generalstaatsanwalt ist eine politische Figur, haben es von der politischen Seite in der Justiz ganz oben verhindert bekommen, dass dieses Thema aufgegriffen wird. Und das ist ein Fall. Wir haben jetzt nach 3 Jahrzehnten nach der Ermordung des Generalbundesanwaltes Siegfried Buback, ausschließlich durch das Engagement seines eigenen Sohnes, der Chemieprofessor ist, der kein Jurist ist, dessen Job es auch gar nicht ist, diese Dinge zu recherchieren, es zu verdanken, dass dieser Fall der Ermordung seines Vaters nochmal neu aufgegriffen wird. Jetzt stellt sich heraus, dass BKA gelogen hat, dass die Bundesanwaltschaft gelogen hat, dass 3 Jahrzehnte lang ein Popanz aufgebaut wurde, Täter verurteilt wurde für die Ermordung, die nachweislich an dem zum Tatzeitpunkt überhaupt nicht in Karlsruhe waren, das gar nicht haben machen können. Michael Buback hat eine interessante, ganz kurze Information in der Nachrichtensendung am Tag der Ermordung der ARD gefunden, in der davon berichtet wurde, dass der Generalbundesanwalt ermordet wurde und dass mit einem Motorrad geschah und auf dem Beifahrersitz eine
wahrscheinlich eine Frau, eine kleine zierliche Person, wahrscheinlich eine Frau gesessen hat und geschossen hat. Diese Meldung, und das ist eben hochinteressant, wie passiert so etwas, ist kurz durch die Medien gegangen. Ein, zwei Stunden später ist aus dieser kleinen zierlichen Person in der Tagesschau der ARD ein großer Mann geworden. Das heißt, irgendjemand hat hier das Telefon ergriffen und dafür gesorgt, dass die Berichterstattung in der ARD auf Linie gebracht wurde und dass aus dieser jungen Frau, die wahrscheinlich als Täterin heute nach 3 Jahrzehnten vor Gericht steht, dank Michael Bubaks Recherchen, dass aus dieser Frau ein 81 Meter großer Mann wurde. Der wurde dann auch verurteilt, den hat man dann inzwischen ausfindig gemacht, das sei dann der angebliche Täter. Dummerweise ist er zu dem Zeitpunkt in Amsterdam gewesen, als die Tat passiert ist. Das hat aber allen niemanden gestört, sodass sich jetzt plötzlich herausstellt, dass eine Täterin, die nachweislich Zuträgerin, wahrscheinlich möglicherweise mehr, für den Bundesamt für Verfassungsschutz gewesen ist, dass das die Täterin, die bei dem Bubak-Attentat gewesen ist, die letztendlich geschossen hat. Aber dazu bedurfte es eben der Recherche eines Chemieprofessors und die Medien, die dieses Thema hätten aufgreifen können, die genauso hätten recherchieren können, die viel mehr Zeit und viel mehr Geld dazu gehabt hätten, wie Spiegel, Stern, diese pseudomäßigen Enthüllungsmedien, haben natürlich zu dem Zeitpunkt oder haben zu diesem Thema nie irgendetwas geschrieben. Und wenn so etwas dann mal in den Medien, und da zeige ich jetzt 2 kleine Beispiele, dann komme ich zum Schluss, wenn in den Medien so ein Beispiel mal gebracht wird, dann verpufft das völlig ohne irgendetwas. Wir gucken uns jetzt an, eine Maybrett Illner, es ist eine so eine Trock-Tante bei uns im bundesdeutschen Fernsehen, und die hat Josef Ackermann interviewt zu der Frage, wie es denn mit einem Schuldenschnitt für die wirklich armen Länder aussehen könnte, dass man einfach sagt, die schaffen das sowieso nicht mehr, warum erlässt man ihnen nicht einfach die Schulden? Und dann gibt Ackermann, da rutscht ihm eine Antwort raus, die in der Tat ganz spannend ist. Herr Ackermann, Sie sind auch Chef des Internationalen Bankenverbandes. Hätten Sie eine solche Forderung nicht einfach stellen können an all Ihre Kollegen, die richtig sauber aus dieser Krise herausgekommen sind? Ich glaube, es wäre mir genauso gegangen wie Herrn Herrhausen. Wenn mir das als Journalist passiert, dass eine solche Antwort kommt, also Herr Herrhausen, muss man dazu sagen, ist angeblich von der 3. Generation der RAF erschossen worden. Das ist die offizielle Lesart. Ermordet worden. Jetzt stellt man sich die Frage, wie kommt denn Herr Ackermann auf die Idee, dass ein Schuldenschnitt für die ärmsten der armen Länder dazu geführt haben sollte, dass dieser Schuldenschnittvorschlag, den Herrhausen in der Tat gemacht hat, dazu führt, dass die RAF ihn umlegt. Welches Interesse hat eine linksterroristische Gruppierung, wenn es denn alles so stimmt, was darüber erzählt wird, eine linksterroristische Gruppierung, einen Menschen, der sich in besonderer Weise für die Länder der Dritten Welt stark gemacht hat und mit diesem Vorschlag gerade aus Washington zurückkam, zu ermorden. Und was, bitteschön, weiß Herr Ackermann über die möglichen Hintergründe einer solchen, wie kommt er zu einer solchen Vermutung? Es geht dann bei dieser Talktante mit Smalltalk weiter. Es wird dann einfach gelächelt und das Thema ist durch und man übergeht diese Granate, die dort kommt und die auch das wieder, deswegen komme ich immer wieder auf das Thema Internet, natürlich im Internet aufgehoben wird. Die Sendung ist uninteressant, aber diese wenigen Sekunden sind in der Tat spannend, wie die wenigen Sekunden, die der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer in einer Unterhaltungs- und Comedy-Show formuliert hat, was wir das nächste, was wir uns ansehen, wo er ebenfalls in einer Weise die Katze aus dem Sack lässt, wo man sich sagt, erstaunlicherweise hört man da mal Klartext und wie geht's dann weiter? Nächster Film bitte. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt, und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Ja, komplett deprimierend. Ja, das war so ein Gag am Rande. Ich meine, was dem Herrn Seehofer da rausrutscht, ist die Bankrotterklärung des politischen Systems, in dem er eine Figur ist. Und die Antwort, die dann kommt, das ist ja komplett deprimierend. Deprimierend ist der Journalist,
oder in dem Fall der Comedy-Mensch, der leider nicht Urban Priol oder Herbert Schramm gewesen ist, der dem Seehofer natürlich dann entsprechend Paroli geboten hätte, oder Volker Pispers. Er kann das Ganze nur auf so eine nette, charmante Klamauk-Geschichte schieben und damit ist das Thema verpufft und erledigt. An sich haben wir hier gerade gehört, dass die Leute, die in diesem Land entscheiden, nicht gewählt sind und die, die gewählt sind, nichts zu entscheiden haben. Klarer kann man eine solche Bankrotterklärung eines solchen Systems nicht mehr formulieren. So, wo sind die Alternativen? Was ist das, wo man informationsmäßig rauskommen könnte? All diese Fundstücke, die ich hier gebracht habe, sind Fundstücke, die im Internet zu finden sind. Bei all den Problemen, ich habe Facebook, Twitter und sowas angesprochen, ist das die Alternative, vor dem das System in der Tat gewaltig Angst hat. Und diese Angst reagiert oder die Angst kanalisiert sich in dem Versuch, immer stärker zu zensieren. Also der Staat, der den anderen Menschen in anderen Ländern erklärt, wie sie mit Zensur, mit Freiheit und Freiheitlichkeit umgehen sollen, ist an der Spitze. Freedom House, eine amerikanische NGO, also Non-Governmental Organisation, weist darauf hin, dass deutsche Behörden intensiv von der Möglichkeit Gebrauch machen, Inhalte nachträglich durch Google, da gibt es das denn insbesondere, man sagt, diese Link ist in deinem Land nicht erlaubt, entfernen zu lassen. Weltweit rangiert Deutschland nach Brasilien auf dem zweiten Platz. Wir sind also in puncto Google-Zensur an dem konkreten Beispiel von insgesamt 37 untersuchten Staaten zensurfreudig auf Platz 2. Wir haben also da in der Tat die Silbermedaille in Meinungsfeindlichkeit gewonnen. Nach Deutschland, und das ist auch noch ganz interessant, kommt dann England, Italien und Spanien auf den Plätzen 3, 4 und 5. Also die EU ist in Sachen Zensur ganz da vorne mit dabei. Nun kann man diesen Punkt, und das möchte ich als Information gerne mitgeben, ganz leicht umgehen. Es gibt einen Proxy-Server, nennt man das, der die nationalen Zensuren aushebelt. Sie dürfen eben dann nur nicht bei Google direkt reingehen, sondern Sie müssen unter http://hide-my-ass, also verstecke meinen Hintern.com ins Netz gehen und dann bei Google reingehen. Und in dem Moment, wo man diesen Server quasi vorschiebt, ist die gesamte Zensurversuche dieses Landes oder andere Länder vergeblich. Da kriegt man dann unzensiert alles zur Verfügung gestellt. Das Internet ist zum der wichtigsten Speerspitze geistiger Freiheit geworden. Und insofern ist das bei aller negativen und aller kritischen Würdigung dessen, was bei uns im Mainstream abgeht, eben der positive Ausblick. Wir haben unterschiedliche Internetseiten, die sich mit Informationen befassen. Ich kann die nicht alle aufzählen. Ich will auf die Wissensmanufaktur, ich will auf das Alpenparlament, auf Nuoviso, Schildverlag, Next World hinweisen, will auf die englischen und ausländischen, also insbesondere englischen Seiten hinweisen, ganz vorne Trend Research, Gerald Celente, einer, der absolut Klartext in Sachen Wirtschaft redet, ein genialer Typ, Russia Today, Klartextinformationen aus russischer Sicht, ganz wichtig in der alternativen Berichterstattung, IRIP.ir, die Iraner, auch eine englischsprachige Seite, dann natürlich alles, was sich mit dem 11. September Reopen 9/11.org befasst, sind Beispiele, bei denen Klartext geredet wird und Informationen geliefert werden, die man sonst nicht bekommt. Im Wirtschaftsbereich Hartgeld.com, MM News, Marktorakel.com beispielsweise, Seiten, die inzwischen wie Hartgeld.com mit 2,5 Millionen bis 3 Millionen Seitenaufrufen pro Tag alles abgehängt haben, was an sonstigen Medien inklusive Bildzeitung agiert. Das heißt, wir haben hier in der Tat Seiten, die dazu beitragen, dass eine Informationsfreiheit stattfindet. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, und das wäre dann der Abschluss und noch der letzte Clip, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass
wir in einem System inzwischen angekommen sind. Ich habe das bei Lissabon angesprochen, ich habe es aber auch, letztendlich hat es Seehofer deutlich gemacht, in dem man den Eindruck haben muss, dass das, was die Politiker tun, demnächst gegebenenfalls strafrechtlich mal unter dem Strafgesetzbuch Paragraphen 81 Hochverrat passiert, ich darf den mal zitieren, wer es unternimmt, die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beruhende verfassungsmäßige Ordnung zu ändern, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe und mit Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren bestraft. Da sind wir inzwischen angekommen. Wenn man sich ansieht, was hier an Rechten, an Möglichkeiten, auch an echter politischer Gewalt nach Brüssel verschoben wird. Und das ist etwas, was passiert, ohne dass der Bürger gefragt wird. Letzter Clip, bitte. Und auch dezidiert so angekündigt wird. Insofern ist der letzte auch noch mal sehr bedeutsam und bemerkenswert. Würden Sie Europa aufgeben, wenn Sie merken, dass Sie die Menschen nicht von diesem europäischen Gedanken in einem gemeinsamen europäischen Haus überzeugen können? Die Nein. Menschen in Deutschland? Nein, auf gar keinen Fall. Es ist eigentlich ganz deutlich. Es ist völlig wurscht, was wir denken. Es ist völlig wurscht, was wir meinen. Diese Politik wird von dieser Politikerin so weitergemacht. Und das ist etwas, was mit Demokratie, das was mit Volksherrschaft, wie immer man das kritisch sehen kann und auch kritisch sehen muss, nicht das Geringste mehr zu tun hat, mit dem Volkswillen nichts zu tun hat. Hier betreibt jemand seine persönliche Privatpolitik und seine persönliche Ideologie. Diese Frau hat jegliche Haftung zu dem, von dem sie erklärt, sie sei gewählt worden, von dem Souverän verloren und erklärt das auch noch in einer Show im deutschen Fernsehen, in die sie sich selbst hineinbestellt hat und Herrn Jauch dazu dem Kasper gemacht hat, der dann ein paar pseudokritische Fragen stellen durfte und eine PR-Show abgegeben hat. Wir sind in einer Situation, in der wir, der Papst hat es im Bundestag mit dem Zitat eines Satzes von Augustinus sehr schön formuliert, nimm das Recht weg, was ist ein Staat dann noch anders als eine große Räuberbande? Das war bemerkenswert, dass er das als Satz im Bundestag bei seiner Rede formuliert hat. Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Ein Zitat von Brecht, das wir immer häufiger hören und das wir mit immer größerer Berechtigung auch formulieren und ansetzen können. Wir müssen dieses politische System neu starten, komplett neu auf neue Füße stellen. Und das Internet ist dazu eine ganz wichtige geistige, eine ganz wichtige informative Waffe. Und deswegen, wer immer noch hier im Saal Spiegel, Stern, Fokus, Welt oder Ähnliches abonniert hat, einfach kündigen. Das Geld kann man sinnvoller anlegen. Und da kann man eine ganze Menge Positives tun. Und ich möchte schließen mit einem Zitat, einem ganz alten Zitat von Theodor Körner, der von 1791 bis 1813 gelebt hat. Und das Zitat in einem Zustand, in der es dem damaligen Deutschland ähnlich schlecht ging wie heute, die Verhältnisse ähnlich verzweifelt waren. Und da kommt sein kurzer Vers her. Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gesellen, vom Feinde bezahlt, doch dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richte das Volk, dann gnade euch Gott. Vielen Dank. Es tagt, ja. Herzlichen Dank, Michael Vogt. Ja. Wunderbar. Es wird Tag. Auch Michael Vogt, ein wunderbarer Lichtstrahl dieses neu aufgehenden Tages, dieser neuen Sonne, die aufgeht. All ihr Referenten, Lichtstrahlen der Herrlichkeit möchte ich euch fast nennen. Ja. Also wenn ich es recht zusammenfassen darf, es geht jetzt abends zuvor, wir müssen lernen, den roten Faden in all dem zu sehen. Ihr seht, da reden Männer über die verschiedensten Themen. Aber das Ganze hat einen einzigen roten Faden. Auf die Kurzformel gebracht geht es immer wieder um Macht und es geht immer wieder um Geld. Ja? Macht und Geld.
als diese Urwurzel. Und in diesem Beitrag zusammengefasst sieht man, dass eigentlich alles, was wirklich wesentlich ist und dem Leben dienlich, unter Zensur steht. Alles, was jetzt wirklich nötig ist, ist unter Zensur. Man kann sich diesen roten Faden merken. Mein Anliegen ist aber, dass diese Beiträge, die ja teils nur zu einem Bruchteil erfasst werden können von uns, dass wir die nacharbeiten. Ich bitte euch wirklich, diese Filme im Internet oder wie auch immer anzuschauen, wenn wir sie dort hochladen, diese nochmal durchkauen. Nehmt euch unbedingt auch die AZZ, die Antizensurzeitung, die ist heute neu rausgekommen, die neueste Ausgabe, nehmt sie unbedingt mit. Michael Vogt hat hier x verschiedene Themen angesprochen, die dort auch nochmal in Nussschalenform zusammengefasst sind, angefangen vom ESM, wo man ganz genau in ein paar Zeilen sieht, was der ESM genau ist, bis hin zur Frühsexualisierung. Es wird dort alles in Kürze zusammengefasst. Es ist eine Wahnsinnsausgabe mit einem Lichtkanoneneffekt seltener Natur. Wie gesagt, auch über Gaddafi aus dem grünen Buch von ihm eine extra Ausgabe. Nehmt es euch unbedingt mit, verdaut die Dinge nach und dann, glaube ich, kommen wir zum Ziel. Bis Sie hier aufgerichtet haben, erlaube ich mir noch etwas als unbedingten Hinweis für uns als AZK oder überhaupt als Aufklärungsbewegung. Michael Vogt, ich bin unglaublich dankbar für diese Zahlen, die du genannt hast. Jetzt bin ich schon auf Du mit ihm, seht ihr? So öffentlich. Ich liebe dich. Ja, sicher, ich liebe euch alle. Okay. Ich bin so dankbar zu sehen, was das Internet für Christen ist, das Feindbild, ja, was hier millionenfach, 100 Millionenfach durchgeht. Wir werden alles dran setzen, auch unsere Beiträge ins Internet zu hauen. Wir werden alles dran setzen, das Internet zu benutzen, wie irgend es möglich ist. Ich möchte aber etwas zu bedenken geben. Was uns auf dem Herzen liegt, ist, dass wir nicht vergessen, dass hier mit einem Klick das zu Ende sein kann. Wir müssen die Zeit nutzen, die wir haben, um genau diese neuen Volksmedien auf die Beine zu reißen. Ich prophezei jetzt aber und sage, wenn hier der Knopf gedrückt wird, sind wir über Nacht draußen und dann zählt nur noch, was von Mund zu Mund, was vernetzt von Hand zu Hand funktioniert. Unsere AZZ ist ein Handexpress. Du selber kopierst ihn, du selber holst dir 10 Leute und gibst ihn selbst nachkopiert denen in die Hand und sagst, gib's wieder 10 weiter, mindestens 2, aber besser 10. Wenn wir nicht so bauen, dass wir über Nacht eine Kommunikationslinie haben, die ohne jedes Internet, ohne jedes Telefon, ohne jedes Faxgerät funktioniert, wir werden das Rennen nicht gewinnen. Das ist meine Prophezeiung über unseren Weg. Also lasst uns das eine tun und das andere nicht lassen. Lasst uns allem zuvor, gerade an solchen Tagen, Verbindungen knüpfen, Netzwerk bilden, dass wir einander spüren, dass wir verbindlich miteinander in eine Informationskette hineinfinden, wo über Nacht in 2-3 Tagen alles kommuniziert werden kann, was wichtig ist, und die Wahrheit weitergeht, auch wenn man uns ausschaltet.